Ich habe ein paar Konzepte auch mal mitgebracht, die ich auch bei uns in der UC unterrichte. Melodische Konzepte, also harmonische Konzepte, komme ich gleich. Melodische Konzepte heißt, dass wir einfach, wie gesagt, vorhin weißen Hai, dass wir also nicht mehr unbedingt die klassische viertaktige Phrase mehr benutzen, dass wir also dass Melodie eine neue Gewichtung, eine Definition bekommt. Und das ist auch wieder, finde ich, sehr interessant, wo Filmmusik eben hinläuft, dass es eben etwas weg von der Tradition geht, von dem Vorgesehenen, sondern und sich immer wieder auch versucht, neue Wege zu finden innerhalb von meist tonaler Musik. Rhythmische Konzepte habe ich vorhin gesprochen, akustische und Sampling, synthetische Konzepte haben wir auch besprochen, harmonische Konzepte. Jetzt habe ich hier mal noch eine Filmmusik, wir haben da vorhin mal gesprochen drüber, wie wir praktisch Klang und Hybrid und diese ganzen Sachen mit einfließen lassen. Ich habe hier einfach mal, ich war jetzt gerade vor 3 Wochen in Seattle, habe dort, das ist jetzt Seattle, Washington, das Aufnahmestudio ist in einer Kirche, believe it or not. Das ist sehr, sehr interessant. Und einfach mal als so diesen Trend auch zu zeigen von diesem Hybrid. Wenn man auch mal sieht hier, das ist jetzt einfach ein ziemlich schlechter Mitschnitt von der Kamera, einfach nur der Sound von der Kamera und danach zeige ich dann, was daraus geworden ist. Das sind jetzt 36 Streicher und 4 Hörner, nichts anderes. Wir schauen einfach mal rein, was die da so spielen. Das ist ziemlich repräsentativ, was so in den Studios so abgeht. Im Sinne von, wie viel die spielen. Ich zeige auch mal, was daraus geworden ist. Also man sieht hier auch sehr viele Lücken im Score und das ist auch so relativ sporadisch hier und so. Und jetzt kommt eben noch die Akustiker-Variante noch dazu und die Elektroniker-Variante. Also hier so, das hört sich eigentlich relativ nackt an. Und jetzt zeige ich mal, was daraus geworden ist. Den Unterschied so ein bisschen einfach, wo ich muss anfangen, das Orchester eigentlich nur eine Komponente ist. Also der Rhythmus und die Synthesachen sind genauso wichtig wie das Orchester auch. Und das ist so ein Trend auch geworden. Es wird eigentlich verlangt, bei jeglichen Action oder sagen wir mal modernen Thrillern, dass man alles einsetzt, dass man die gesamte Bandbreite an Klang versucht mit einzubinden. Also warum nicht, wenn man es kann heutzutage? Synthes, Akustikersachen, Elektroniker-Sachen. Also es macht natürlich auch sehr viel Spaß. Hier ist noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt eine ganz aktuelle Arbeit? Ja, die ist gerade jetzt fertig geworden. Sehr viel mit Penderecki-Sachen hier. Gibt es noch einen anderen hier? Das heißt, man bedient sich dann sozusagen auch aus dem Oh, natürlich. Ein bisschen Musik.
geschichtlich. Aber hallo. Der Komponist ist einer von vielleicht 10 Entscheidungsträgern. Das muss man sich immer vorhalten. Der Komponist, möglicherweise gesagt, braucht noch gar keine Musik. Oder man sagt, ah, das kann ich mit dem Klavier allein machen. Dann sagt der Regisseur, nee, nee, nee. Dann sagt der Produzent, ja, Moment mal. Und dann sagt der dritte Produzent, ja, nee, 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 Britney Spears gefällt mir viel besser hier. Da kommen 10 Köche aufeinander. Und zum Schluss hat einer das große Sagen, nämlich der Regisseur. Inception fand ich teilweise viel zu groß. Viel zu groß. Und ich war erschlagen nach den ersten 30 Minuten, war ich völlig erschlagen. Aber ich dachte, um Gottes Willen, soll das noch weitergehen? Wenn es jetzt schon auf 4 zu Quadruple Forte ist, wie soll das jetzt noch in den nächsten 65 Minuten so weitergehen? Und es war auch dann so völlig erschlagend für mich, aber das ist eine Ästhetikfrage, die dann gelöst werden muss. Wir versuchen natürlich auch, von der Popmusik uns sehr beeinflussen zu lassen. Also nicht nur harmonisch, sondern eben auch mit diesem minimalistischen Konzept. Einfach wenig, less is more. Sehr, sehr oft, viele Musiken, die ich auch schreibe, versuche ich immer wieder zu reduzieren, immer wieder zu gucken, brauche ich das wirklich. Das machen viele der Kollegen auch, die sagen, die Tendenz mit dem Computer das voll zu klatschen. Jetzt haben wir 600 Tracks oder wie auch immer, wie kann man die alle vollhauen? Das ist eine große Herausforderung für einen Komponisten zu sagen, nee, brauche ich nicht. Das ist gut, wenn er das schafft, zu sagen, sich davon zu lösen und zu sagen, ist das wirklich hilfreich für den Film, dass ich hier noch eine dritte Percussion-Spur drin habe und nochmal einen Counterpoint hier und hier nochmal eine Extra-Melodie und hier nochmal das noch gedoppelt habe, brauche ich das denn wirklich? Und dann die Tendenz ist, ich nehme es raus. Brauchen wir es wirklich? Na, raus. Und das ist auch gut, wenn du den Komponisten schafft, mehr und mehr zu editieren. Bei den Sachen mit den Birds, die da rumhüpfen, da gab es diesen 3 Instrumente geteilt. Das ist ein Bass, Percussion und eine Gitarre. Hätte man auch anders machen können. Da hätte ich volles Orchester mit Pizzicati und überhaupt das ausmachen können. Das ist eine Ästhetikfrage. Ich meine, das ist dann auch irgendwann klar, man schlägt was vor und schaut auf die Reaktion. Man wird ziemlich schnell wissen, ob es gefällt oder nicht. Wenn man die Space-Taste drückt und dann hofft, dass man das grüne Licht bekommt. Aber das ist halt sehr oft nicht der Fall. Ja? Gerade wenn man so eine kleine Combo verwendet, wo es auch viel auf technische Elemente, spieltechnische Elemente ankommt, inwiefern gibst du das vor, dem Schlagzeuger zu sagen, wie er das Schlagzeug spielen soll? Sehr oft. Also bei rhythmischen Sachen, bei Gitarre, da sage ich schon ziemlich genau, was ich will. Beim Rest ist alles in Ordnung. Da muss die Musik für sich alleine sprechen. Da muss es klar sein von der Notation her, wie das zu spielen ist. Und das ist das Erstaunliche bei diesen Hollywood-Sachen, wenn man sich das anschaut, wie das klingt nach dem ersten Mal durchspielen. Wo du denkst, Moment mal, haben die das jetzt geübt? 3 Monate lang? Oder warum klingt denn das nach dem ersten Take so? Weil die Musik so klar und notiert ist und weil es eh alles klar ist, da weiß man genau, da wissen genau die Streicher, wie sie zu phrasieren haben. Da braucht man sich eigentlich richtig groß absprechen. Da ist nicht jemand, der Konzertmeister sagt, okay, hier, machen wir einen Abstrich, hier, gibt's nicht. Das spielt, klar, man sieht dann schon, dass die Bögen teilweise unterschiedlich laufen, aber trotz alledem ist es ein unglaubliches Klangerlebnis, was schon direkt beim ersten Mal durchspielen da ist. Bei Percussion, bei jeglichen improvisierten Instrumenten, gebe ich schon das Gefühl und das Feeling auch dazu. Da sage ich schon, ah, mach das immer so. Also findet mit den Orchestern keine eigentliche Probenarbeit in dem Sinne statt? Zero. Ausnahmen gibt es. The Matrix, weil da sehr viel Penderecki drin ist. Und das konnte dem Regisseur nicht genau vorgespielt werden. Computermäßig. Und da gab es dann auch Rehearsal Sessions. Das heißt, da wurde dann das große Studio angemietet und dann kriegen die Musiker viel weniger Kohle und dann wird einfach geprobt. Und dann wird es ein paar Mal gemacht, bis dann auf die Aufnahme, bis dass der Sound stimmt. Weil teilweise konnten Sachen nur als wirklich am Reißbrett gezeichnet werden und musste man gucken, wie sich das dann anhört. Und möglicherweise hat der Komponist dann noch ein paar Sachen verändert. Aber im Wesentlichen ist das alles sehr vom Blatt. Alles vom Blatt. Penderecki ist, wenn man vielen
vielen Musikern im Orchester in der Blackbox sozusagen sagt, hier ist mein Pitch-Set von 5 Pitches und hier bitte improvisiert alle, um einfach dieses Gesungen zu haben und diese Textur. Und Penderecki für mich ist ein Texturbegriff. Viel mehr noch als ein Cluster. Cluster natürlich auch, also man sagt, okay, höchste Note oder behind the bridge, also hinter der Brücke, solche Sachen. Aber generell in der Filmmusik versuchen wir immer, den Bauch anzusprechen. Das heißt, wenn eine ganze Armee von einem Orchester denselben Effekt spielt, dann spricht eines auf eine Bauchebene an. Also ich denke, mit Penderecki weiß jeder sofort, was das ist. Da sprechen wir meistens von der Black Box. Da sprechen wir meistens von improvisierten Effekten im Orchester. Improvisierte Sachen. Ob das nun so ein Morsen ist oder ob das einfach unterschiedliche Special Effects, aber halt in der Gesamtheit gesehen, improvisierte Gesamtheit, also improvisiert. Also bei dunkleren Thriller-Sachen bedienen wir uns der Avantgarde. Das kann man schon so sagen. Also Horrorfilme, die sind voll von solchen Effekten. Immer noch. Obwohl es auch schon wieder ein Klischee ist. Aber was ja dann rückwirkt, leider, ich mal, bei vielen Leuten, die neue Musik hören, sagen, boah, das ist ja Musik wie aus einem Horrorfilm. Ne? Daher, das ist sozusagen der Doppelpass, ja, der dann stattfindet. Das, ja, wunderbar. Wo man es dann nicht mehr trennen kann von den Hollywood-Erlebnissen. Ist wohl wahr. Also diese ganze Schiene, das, wie gesagt, wir schauen uns um auch, ob es Popmusik ist, ob das Avantgarde, wie auch immer ist. Wir benutzen alles, alle Klischees, aber ich denke, es sollte eben nicht zur Klischee-Musik werden. Ich denke, so wie wir sie einsetzen, ist es schon auf eine individuelle Art. Also ja, ich versuche es auch immer sehr zu kontrollieren, also Dissonanz für mich auch immer sehr zu kontrollieren, wenn ich es einsetze, dass ich da immer auch vorsichtig bin, nicht zu klischee-mäßig zu sein. Manchmal geht es nicht. Also manchmal ist Klischee auch lustig. Also wie gesagt, again, Sex in the City ist Klischee natürlich lustig, weil wir wissen das schon, wir bedienen japanische Musik. Aber im Drama-Bereich zu viel Klischee ist völlig daneben. Das würde nach hinten losgehen, weil dann klingst du halt eben aus den 80er Jahren. Das ist ein großes Problem. Deswegen hilft da wiederum Elektronik, Akustik und die ganzen anderen Sachen. Mit denen man versucht, neue Klänge zu entwerfen. Christopher Young, einer der großen Horrorkomponisten, was macht er? Er geht nach Bratislava, nimmt die Musik, nimmt sich nur diese Effekte auf und behandelt die dann wie Akustika, dreht die rum, verzerrt die und macht mit diesen Special Effects nochmal seine eigene Palette. Solche Sachen sind natürlich auch interessant.